So, Leute, herzlich willkommen wieder hier bei EOS. Wir sind jetzt auf Questsuche. Und irgendwie habe ich mich verlaufen. Da hinten ist eine 2, da müssen wir hin. Die 1, ach, da. Mann, bin ich weit vom Weg abgekommen. Wir spielen hier immer noch den Guardian Storm. Ja, hier brauchen wir mittlerweile mindestens Resource Collector Level 241. Das heißt, man hat wahrscheinlich die letzten 2 Wochen nur damit verbracht, die Dinger einzusammeln. Ich kann nicht mal aufs Dach springen, was ist das denn hier? Ja, jetzt kloppen wir uns hier ein paar Schnecken weg. Rattlesnake Elite Inspector. Gucken wir mal, ob wir 3 Stück zusammen schaffen. Sollte eigentlich kein Problem sein. Ja, was haben wir denn hier? Auf Storm? Nein, auf Lightning. Wir benutzen den Heal dazu. Nein, den Scheiß auf den Boden. Den Dauer Dot. Der Blitz schießt doch auf alle. Wie man sieht. Dann knallen wir hier Zeug raus. Ja, das hat er ja geschafft. Locker, locker. Ach, das war's schon. Ajo. Hätte mir das mal jemand vorher gesagt. Einer von den Dingern hier war doch noch so ein großer AOE, oder? Energy, was macht denn der hier? Wo steht denn der Meter dran? 5 Meter, 4 Meter. Die weiße Zahl. 3 Meter. Seeds. 3 Meter, 3 Meter. 15 Meter. Ich muss das nochmal testen hier. Oder mal auf eine vernünftige Übersetzung hoffen. Irgendwann mal. Bald ist es soweit, Leute. Da können wir uns hier ins Spiel stürzen und hoffen, dass alles so ist, wie wir uns vorgestellt haben. Und hoffentlich kriegen wir das Level 70 Update, ey. Mit Warlock. Sonst können die sich auf einen Shitstorm freuen. Dann sagen die Leute, seid ihr bekloppt? Und dann sagen wieder die Hälfte. War doch klar, ist doch Area. Mal das Ding auf den Boden stellen. Mal der da. Ja, ich glaube, der war das. Der benutzt doch das Zeug, oder? Ja, auch der da hinten. Auf zu hüpfen. Kämpf. Ah, das hier war der Ansturm. Ja, das. Und der hier war wegschubsen. Okay, sehr nice. Okay, dann müsste der aber eigentlich mit dem zusammen sein. Ne, wegschubsen, anstürmen, wirbeln, dort, Schlag, Tritt. So, muss ja irgendwie mal ein bisschen sortieren hier. Ich habe damit noch nicht viel gemacht. Noch keine Duelle oder so. Das wird mit Sicherheit auch noch kommen. Einfach mal zum Schauen. Das Equipment ist natürlich jetzt nicht so Bombe. Also, ching, 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 bis es aufgeladen ist. Dann können wir den hier benutzen, wegdrücken, anstürmen und wieder drauf. Ja, passt doch, nicht schlecht. Trefferchance ist zwar noch ein bisschen unterirdisch. 1 von 9. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ach, von den anderen brauchen wir auch 11. Ja, dann hüpfen wir hier durch oder was? Komm, machen wir den Anstürmen.
wegkloppen. Ja, der hier löst diese Pocken hier auf. Und verpasst dem Typen irgendwas damit. Aber so genau weiß ich das auch nicht. Was das genau bringen soll, dass der hier den schnellen Schlag wegmacht. Keine Ahnung. Ah, den Captain da hinten müssen wir auch noch wegkloppen. Werden wir dann noch machen. Den hier brauchen wir auch noch. Ah, der ist auf jeden Fall mit vielen Tasten unterwegs. Hier, da kann man einiges drücken. Um zum Ziel zu kommen. Aber ich denke, mit einer vernünftigen Übersetzung wird das alles noch ein bisschen klarer. Da macht man das noch ein bisschen anders. Jetzt ist es hier erstmal so zum Schauen, wie sieht die Welt aus, wie entwickelt sich das Gameplay. Und ob das überhaupt was für die Leute ist. Aber das ist ja in jedem Spiel so, dass man erstmal schauen muss, ob man das Spiel überhaupt spielen möchte. Und dann sagt man nach 2 Tagen, eigentlich wollte ich was Schönes spielen und nicht etwas, wo ich hier ja, von Quest zu Quest renne oder von Mob zu Mob. Ist zum Beispiel das, warum sich viele bei Terra beschweren, hatten wir jetzt auch ein Thema in der Fragerunde im Teamspeak. Warum Terra so toll ist und warum es keiner spielt. Das ist natürlich eine schöne Sache. Warum Terra keiner spielt, ist, ja, das Spiel ist einfach riesig mit zu wenig Content. Also, ja, es ist gibt eine Riesenwelt und was machst du? Die Entwickler haben gesagt, irgendwie die meisten Leute rennen die ganze Zeit durch die leichten Dungeons, um dieses Alkaid oder wie das Zeug da heißt, zum Upgraden der Items zu sammeln. Damit man eben seine Items upgraden kann, um höhere Dungeons rennen zu können. Da drin droppt man dann bessere Items und muss die darum wieder upgraden, um dann in die nächsten Indies zu kommen. Dann kommt wieder ein Update und das geht von vorne. Das ist also im Endeffekt rennst du nur rum und musst dein Zeug upgraden, damit du überhaupt was vom Spiel siehst. Und das ist natürlich schwachsinnig, ja. Ja, das ist genauso wie in Skyforge. Wenn du kleines Level hast, da gibt es ja kein Level, aber wenn du dann halt wenig Punkte hast, um mit den Großen mitzugehen, ja, dann stehst du dann da. Da ist dir die Gilde weggelevelt in dem Sinne, ja, und du denkst dann, ja, und jetzt? Ist das Spiel trotzdem alleine durchkloppen. Und das ist natürlich ein bisschen doof. Also da muss man dann irgendwie nachher heißt es dann, wir suchen Freunde, die ja, Hartz IV-like Game oder wir suchen Leute, die ja, die ja, bis 17 unterwegs sind, damit mir ja keiner weglevelt. Ey, wir müssen aber hier ein Zeug kloppen, du meine Herren. Also schwer ist es ja nicht, ne? Also. Hat da jemand her genug? Wer noch? Wer? Ja, ach, einen muss ich noch. Ich hätte gedacht, es wäre voll, das wäre eine 6. Aber leider erst eine 5, okay. Ich meine, okay, das Kuh sieht man hier oben drauf. Mich hat es nur gerade ein bisschen verwundert. Habe ich dann ein Skill, den ich nicht in der Leiste habe? Ja. Und zwar den hier, oder? Ich wollte nämlich gerade sagen, ich habe doch noch einen anderen Skill gehabt. Barrier. Arschloch.
Was für ein Archer? Ein Verarscher. Und zwar das hier. Ja, habt ihr gerade gesehen, wie viel Damage das war? Ich hab's gerade gewundert, er wurde kein Leben geblieben ist. Der verbraucht dann hier den ganzen Spirit dafür. Zumindest den größten Teil. Aber der Ding macht ordentlich Damage, wir gerade gesehen. 130, 130, 130 sind 390. Wenn das jetzt als Crit kommt, macht damit auch mal eben 1000 Damage. Jo, kein Bing, kein Mob gezogen. Dann können wir ja eben hier die letzte Kiste noch einsammeln und die Quest abgeben. Weo, dahin. Ja, Mounts oder so gab es noch nichts Neues hier. Also das ganze Spiel, man hat in den ersten 10 Level alles erreicht und dann gibt es nur noch zwei größere Beutel, drei größere Beutel. Und rennt dann halt hier durch mit seinem Zeug, was man halt so hat, ne? Also nicht, dass ihr denkt, im Laufe des Spiels kriegt ihr hier irgendwie noch was geschenkt. Kritrate, Verteidigung, Kritrate, eine Tech. Ja, komm, leck mir mal Arsch. Hier im Spiel ist es so, dass man, ja, wenn man alles hat innerhalb von 10 Leveln, dann bleibt man nur noch rumquestet und kloppt hier die Viecher, Inis laufen, hoffen, dass halt die Erweckung besser ist. Die natürlich nicht auf den Quest-Items sind und somit fehlt mir zum Beispiel hiermit eine Tech. Bringt aber ein bisschen Death mehr, will ich aber nicht, brauche Tech. Gerade von diesem einen komischen Mob in einem anderen Video hier vor haben wir 10 Minuten gekloppt dafür, dass wir jetzt 9 Tränke bekommen haben. Ja? Also das ist auch absolut, ja, der Mob droppt nichts, der Boss droppt nichts, kloppt sich an Affen. Ja, hier wird es eine neue Waffe geben, die ist auch schlechter als die, die wir haben, weil wir natürlich in der Instanz waren, in allen Kategorien. Ja, schade irgendwie. Ja, kann man nichts machen. Wir werden hier auf jeden Fall noch weitere Quests machen. Das seht ihr dann aber im nächsten Video, sonst wird das hier alles zu groß und dann wird die Qualität auch wieder schlechter. Wollen wir natürlich auch nicht. Also Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal.